Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal ein bisschen grau. Heute Nacht war tatsächlich einer der ersten Tage, wo es geregnet hat. Und heute Morgen hatten wir einen Arzttermin, um Physiotherapie zu besorgen. Jetzt haben wir Cardio gemacht und jetzt gibt es hier Frühstück. Frau Sommerfeld, was haben Sie denn hier? Das sieht mir nach Haferflocken aus. Dein Post-Workout. Was ist das? Rice Cream. Und das riecht auch noch richtig gut. Okay, das gibt's jetzt aber nicht. Ah, das ist dein Frühstück, Leute. Meine Frau ist eine Künstlerin. Zugegeben, in der Box sieht es jetzt nicht so geil aus, aber das sind Eiklar-Pancakes aus Eiklar. Mit Veggie-Protein obendrauf und Früchten mit Nussbutter. Das nenne ich mal ein Frühstück, Alter. Kann man nicht haten, würde Henrik sagen. Gibst du dich dann auch, wenn du Low-Days hast? So, jetzt gucken wir mal, was es für den Herrn Sommerfeld gibt. Das Essen ist einfach so schön kühl, ne? Shoutout an Climax, Leute. Hier, die Meal Prep Tasche. Geiles Ding. Okay, was gibt's bei mir? Wie immer, Eiers und Gemüse. Mit ein bisschen Salat heute und Pederle. Frische Pederle. So, das fliegt jetzt rein. Mein Zero Ketchup. Für den allerschlimmsten Notfall. Und Besteck brauchen wir noch. Brauchst du noch ein Messer? Meine Frau ist immer wie im Kniggebuch. Immer wirklich aufrechter Rücken, die Gabel zum Mund geführt. Und immer Messer und Gabel, auch wenn man das Messer nicht braucht. Ich werde gehänselt. Gehänselt wirst du. Ja, der Mobbing-Mike. Beine war gestern am Start. Ich schreibe jetzt übrigens meine Gewichte auf, die ich bewege. Ich schaue aber nicht, was ich die Woche zuvor gemacht habe, sondern ich trainiere, notiere es und danach vergleiche ich. Sonst spinne ich und will unbedingt mehr Gewicht und mehr Reps und dann verletze ich mich. So, Frühstück würde ich sagen. So viel besser, wenn man, also seitdem ich mich morgens dehne, ich habe das in der Offseason schon angefangen, ich fühle mich so viel besser. In der Offseason war ich die ganze Zeit so voll steif und klar, das kam vom Essen auch, aber mit dem Dehnen wurde es immer besser und jetzt fühle ich mich wirklich geschmeidig mit dem Cardio morgens. Das ist echt so einer der angenehmsten Zeitpunkte des Tages. Ich habe noch nicht so viel Hunger, ich fühle mich locker, Cardios gemacht, chillen, Kaffee trinken, das ist echt nice. Aber das Dehnen und so Mobility-Zeug, Leute, unterschätzt es nicht, das ist ehrlich wichtig. Holy Guacamole. Das ist hier so ein Klecks. Guten Appetit. Ganz wichtig. Kaffee nach dem Frühstück und, das haben wir aus Mexiko mitgenommen, 300 Stück. Horchata. Das ist wie Reismilch. Das benutzen wir als Süßungsmittel. Und da schmeckt der Kaffee einfach um 1 Milliarde % mindestens besser. Leider sind das unsere letzten Packungen. Das heißt, wir müssen bald wieder nach Mexiko für Horchata-Pulver. Aber es lohnt sich. Kaufen wir wieder den ganzen Laden leer. Geil. Das schmeckt übrigens wie Milchreis Zimt Whey von Peak. Aber das hat Kalorien. Das hat keine Kalorien. Also lohnt sich, Leute. Um das noch zu vervollständigen, mit dem Code Mike spart ihr bei Smilodogs und die Aktion im Auge behalten. Das gilt auch für Peak unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal reinschauen, da sind immer die dicksten Angebote verlinkt. Heute steht Rücken auf dem Plan. Ich muss zugeben, dass Rücken und Beine mittlerweile ziemlich geile Workouts sind. Ich habe jetzt herausgefunden, welche Übungen, in welcher Reihenfolge, wie intensiv. Also das ganze System passt sehr, sehr gut aktuell. Ich trainiere jetzt 3 Tage, habe 1 Tag Pause. Das heißt, ich habe einen Push, einen kompletten Beintag und einen kompletten Pull-Tag. Schultern trainiere ich bis zu 4-mal die Woche. Ich habe Feedback bekommen von Tyler Mannion, also von einem sehr, sehr hohen Judge. Und der hat gesagt, Mike, du brauchst mehr Schultern und mehr Brust. Neil sagt, ich brauche mehr Hamstrings und mehr Rücken. Also steht jetzt quasi alles auf dem Plan.
viel Beine, viel Rücken, viel Schultern, viel Brust. Genauso habe ich das gern. Genauso machen wir das. Ich schreibe jetzt brav mein Logbook weiter. Wir haben nämlich jetzt noch so eine halbe Stunde. Wir haben gerade gefrühstückt, ein bisschen verdauen, den Kaffee und den Booster wirken lassen. Ich habe mir gerade 20 Milliliter Glycerol reingeschraubt. Heute gibt es extra High Dose, 30 Gramm Epic Pump, 20 Milliliter Glycerol. Und ich muss dazu sagen, das verträgt nicht jeder. Also ich habe schon Stories gehört, dass das ein bisschen too much ist. Und Kreatin, jetzt bin ich mal gespannt, wie das zündet. Aber jetzt schreibe ich erstmal vor, ich nutze die Zeit, statt hier irgendwie rumzusitzen und nichts zu machen oder am Handy zu sein. Schreibe das alles vor, dann muss ich das zu Hause nicht machen. Das Logbook, was ich jetzt gerade führe, ist übrigens nicht nur für Gewichte, sondern auch für mein körperliches und mentales Wohlbefinden. Ich schreibe dort zum Beispiel auf, wie lethargisch, wie schwach ich mich fühle, um Rückschlüsse ziehen zu können, ob der Schlaf eventuell das Problem gewesen ist, die Kalorien das Problem oder der Verursacher ist. Ich dokumentiere, wie systemisch anstrengend, also ganz vom Nervensystem her, wie anstrengend die Workouts sind, 1 bis 10, muskulär, wie leer und zerstört meine Muskulatur ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist das Gehirn, was schlapp macht, und das andere ist tatsächlich die Muskulatur. Ich versuche immer, dass meine systemische Belastung, also auf den ganzen Körper, geringer ausfällt als die auf die muskuläre. Als Beispiel, wenn wir jetzt viele Sätze, Deadlifts machen, Kniebeugen, Beinpresse, viele freie Übungen, freies Rudern, dann wird die systemische, ganzkörperliche Belastung immer höher, die muskuläre aber nicht zwangsläufig. Deswegen versuche ich immer, das genauestens aufzuschreiben, um zu sehen, okay, da ist mein Gewicht gefallen und da habe ich mich auf einmal lethargisch gefühlt. Da habe ich mich gut gefühlt, da ist mein Gewicht gestiegen. Da war mein Schlaf schlecht, da bin ich zweimal aufgewacht, da bin ich keinmal aufgewacht. Ich kann genau sehen, was, wann, wie und warum passiert. Wir haben dafür unsere App, also für unsere eigenen Leute. Für mich ist es aber ein psychologisches Ding, sowas auf ein Blatt Papier zu schreiben, statt in meine App einzutippen. Ich persönlich verfalle immer so ein bisschen in die Falle, dass wenn ich dann am Handy bin, dass ich den Fokus verliere. Das passiert mir bei dem Blatt Papier nicht. Dennoch, in unserer App haben wir genau das. Wir haben einen Satztimer für Pausen. Gewichte kannst du eintragen, Sätze kannst du eintragen. Das alles genauestens dokumentiert. Mit dem Check-in noch viel ausführlicher. Aber rein fürs Training, für mich und für mein Blatt Papier mit Stift ist es die bessere Option an der Stelle.
Mittagspausen verbringe ich mittlerweile beim Laufen. Zwei Runden hier im Gym sind ungefähr 1 Minute bis 1 Minute 15. Dann habe ich meistens noch 30 Sekunden Pause, so um die 2 Minuten bei schweren Sätzen. Und dann geht es direkt an den nächsten Satz. In den 1,5 Minuten kann ich immer 50 bis 100 Schritte sammeln. Und am Ende des Trainings sind es dann halt mal 1500 Schritte oder so. Und das macht am Ende in der Tagesbilanz schon einiges aus. In der Wochenbilanz noch mehr, in der Monatsbilanz könnte das tatsächlich das ein oder andere Gramm Körperfett gewesen sein. Also statt hier rumzusitzen, versuche ich ein bisschen den Sauerstoff im Körper zu transportieren, mich zu bewegen, durchzuatmen. Dann warte ich, bis mein Puls auf unter 100 ist. Jetzt gerade ist er bei 99, 97, 98. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Satz. Heute hat sich unser Tagesablauf ein bisschen verändert. Wir waren heute Morgen beim Doc wegen Physiotherapie. Also haben wir hier Cardio gemacht, hier gefrühstückt. Das war nicht so das gewohnte Umfeld. Da waren wir eine Stunde zu früh hier. Mir ist so ein bisschen der Groove flöten gegangen. Aber im Laufe des Trainings wurde es ein bisschen besser. Dennoch 1 bis 10 war das heute eine 7er Session. Die Session war gut, aber der Mood hat nicht ganz gepasst. Das kommt auch noch in mein schlaues Heft. Systemic, also körperliche Erschöpfung, bei einer 4. Ich könnte jetzt noch Beine trainieren. Also vom Kopf her geht's klar. Muskulatur war locker eine 6 von 10. Also die krampft schon leicht. Ich könnte jetzt noch weiter zerfleischen und Gas geben, aber genau jetzt muss ich aufhören, weil ich in 3 bis 4 Tagen wieder genau dasselbe Training habe. Und um mich da verbessern zu können, brauche ich genug Kapazität dazwischen zum Regenerieren. Und da ist die Magie, Leute. Jetzt geht's ab, schnell zum Friseur. Wir haben hier einen direkt im Gym. Mein Termin ist vor 11 Minuten. Also jetzt geht's schnell runter, eine Runde Haare schneiden. Und dann sehen wir uns gleich. Ist das nicht cool, dass wir einen Friseursalon im Fitnessstudio haben? Wir haben auch noch einen Massagetempel direkt nebenan. Kursräume. Tattoo-Studio. Ja, cool. Oh. Finally. Coco Schoko Game heute. Ich muss fast gestehen, Coco Schoko rangiert fast auf Platz 1 meiner Lieblingsways. Da gibt es noch Monte-Geschmack, das ist Haselnuss-Nougat. Das ist ziemlich sexy. Und Leute, solange EM ist und Deutschland im Spiel, gibt es 20% auf die ganzen Produkte. Alles, was schwarz-gold und schwarz-rot ist, also fast alles, ist 20% im Sale. Dürft ihr nicht vergessen. Also wenn ihr shoppen wollt, euch eindecken wollt, dann ist jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt. Mehr als 20% gibt es in der Regel nicht. Friseur geglückt. Normalerweise kommt sowas bei mir gar nicht in die Tüte, dass ich
Post-Workout nach hinten verschiebe, das ist absolute Pflicht. Training fertig, Post-Workout-Subs, CBD-Drops, Post-Workout-Meal, Shake, Reiswaffeln und dann gibt es eine Mahlzeit. Aber ich habe meinen Termin einfach ein bisschen verpennt. Ich kam 5 Minuten zu spät, 10 Minuten zu spät. Aber wir sind in Spanien, hier ist Manjana-Mentalität, das heißt nicht so schlimm. Anyway, jetzt gibt es das in den Kopf und dann geht's nach Hause, damit gearbeitet. Wo du Angst hast, das Gewicht zu bewegen, dann hast du einen guten Zeitpunkt erwischt, um zu lernen, was Intensity bedeutet. Perfekt. Alle unsere Challenger bekommen jeden Tag von mir eine persönliche private Nachricht, um gemeinsam on track zu bleiben. Falls ihr es verpasst habt, auf Instagram habe ich eine Challenge begonnen, 12 Wochen Prep with me, also gemeinsam mit mir diäten. Und jeder geht eigentlich gemeinsam durch denselben Struggle. Wir haben Hunger, wir sehen schwächer, Schlaf wird schlechter und man fängt an zu strugglen, die Motivation lässt langsam nach. Und genau da komme ich ins Spiel. Die Leute kriegen für mich jeden Tag private Videos, wie ich damit umgehe, Tipps und Tricks, wie man das Ding einfach gemeinsam durchsteht, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist jetzt ready. Danach sind noch die anderen Coachings dran. Das ist im Prinzip unser Leben, was wir machen. Morgens Cardio, trainieren, essen, Coaches und abends eine Runde Netflix und essen. Ein Traumleben, so habe ich es mir immer gewünscht. Das geht jetzt raus an die Leute und damit weiter geschafft. Letzte Mahlzeit, nicht letzte Mahlzeit für euch, nicht für mich. Ich darf noch einmal essen. An der Stelle mal ein Shoutout an MyFitMenu. Das ist eine Meal Prep Company, die habe ich jetzt zufällig entdeckt. Die machen so geiles Essen. Wenn ich das jetzt hier aufmache, das Patty, das ist Rump und das ist innen noch Medium. Das ist echt der Wahnsinn. Das Hähnchen ist so zart, ich kann es mit der Gabel nicht aufpieksen. Also ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist der Wahnsinn. Jetzt gibt es hier noch ein paar kleine Füller. Ein bisschen Gurke kommt hier drauf. Das dürften so 70 Gramm sein oder so. Und noch ein bisschen Salat, dass sie meinem Namen alle Ehre machen. Grüße an Steve Bentin, Mr. Saladfeld ist wieder am Start. So, ein bisschen Steakgewürz hier drauf. Wundervoll. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nicht verpassen, Aktion in der Beschreibung abchecken und nächste Woche, Donnerstag und Sonntag, gibt's neue Videos. Apropos, heute ist Donnerstag. Es ist nach 18 Uhr. Das heißt, ein Video kommt online. Cheers!